So, servus, grüßt euch. Also, heute möchte ich einmal wieder ein Elektro- bzw. Akkugerät vorstellen. Das, wo ich persönlich, also ich bin echt voll fasziniert davon. Das hat mein Schwiegervater hat das einmal heimgezogen und da haben wir bei ihm ein paar so Balkengestelle aufgestellt für Überdachung. Und da habe ich das Teil zum ersten Mal gesehen. Das ist bestimmt schon 2 Jahre her. Und einfach, wir haben damit die Zapfenverbindungen gemacht. Und das ist so easy gegangen damit, da haben wir gedacht, hey geil, das Teil, das brauchst du auch. So. Eigentlich habe ich aber nicht so wirklich die Anwendungsbereiche dafür gehabt, dass ich jetzt, sage ich jetzt mal, 120 Euro ungefähr ausgibt für das Teil. Also habe ich es erst einmal bleiben lassen. Dann, ich rede übrigens vom Bosch EasyCut 12. Das ist ein 12 Volt Akkugerät mit dem üblichen Akku von Bosch, der wo halt kompatibel ist mit alle anderen 12 Volt Bosch Teile von Bosch Grün allerdings mit der Nanoblade Technologie. Das ist wie eine kleine elektrische Mini-Kettensäge und das Teil ist so vielfältig einsetzbar, das ist einfach Wahnsinn. Mir taugt das Gerät voll. Und jetzt haben wir gedacht, ich zeige es euch einmal, vielleicht sind auch welche dabei, die das noch nicht kennen. Ich habe das saugünstig geschossen, das war eine geöffnete Verpackung beim Globus und da haben sie es als eigentlich absolutes Neugerät für 50 Euro inklusive Akku, nur weil die Verpackung geöffnet war, rausgehauen. Und dann haben wir gedacht, okay, perfekt, nehmen wir mit, da wir nicht lang rum. Und ich habe es wirklich nicht bereut. Du kannst es so vielfältig einsetzen, Wahnsinn. Ich zeige es euch jetzt einfach einmal. Also, im Koffer mit Ladegerät. Ja. So, also im Prinzip wie so ein Pistolengriff, kann man schon fast sagen. Eine Führungsplatte, da ist ein Kunststoffschutz drauf über dem Nanoblade. Du kannst das nicht nachschärfen. Und du kannst auch nicht irgendwie die Kette, die da drin läuft, irgendwie tauschen wie bei einer normalen Kettensäge, sondern du musst praktisch die Kette samt Schwert wechseln. Das ist super easy, wahrscheinlich auch easy cut. Da ist ein Verschluss, den klappst du hoch, machst auf, raus, neues Blatt rein, zu, fertig, voll. Easy halt, ne? es ist einfach mega, mega vielseitig, das Teil. So ein Ersatzsägeblatt ist zwar nicht billig, also die kosten, ich glaube, so um die 25 Euro das Stück. Aber, also ich habe bis jetzt noch kein Eis gebraucht. Du kannst schon ein bisschen abschneiden damit, so ist es nicht. Du kannst auch wirklich verschiedene Sachen damit schneiden, ob es dafür gedacht, geeignet ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ich denke mal, das ist eher für Holz gedacht. Ja, also da steht auch drauf auf dem Blatt Wood Speed 65 mm. Aber, also ein paar so Materialien, die ich jetzt öfter mal geschnitten habe, damit hat dem Blatt nichts ausgemacht. Es gibt aber glaube ich auch noch andere Blätter dafür, was ich gesehen habe, die sind dann wahrscheinlich auch etwas vielseitiger nutzbar. Da schaut es am besten einmal irgendwo im Internet, eBay, Amazon, hau mich tot, Google,
Die verraten euch das dann schon. Jetzt zeige ich euch einfach einmal, wie gut das Teil funktioniert. Und dann schauen wir weiter. Also wie zum Beispiel das Ablängen einmal schnell von so einer Dachlatte. Ne? Überhaupt kein Stress. Voll, wie es der Name schon sagt, easy. Für dieses Jahr 8 Holz. So, was auch super funktioniert, das ist zum Beispiel so Styrodur. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, weil da die Maschine dann ziemlich verdreckt dabei. Aber funktioniert super. Was ich eigentlich da gemacht habe damit, das ist so ein Kabelrohr, so ein Leerrohr, Kunststoff. Funktioniert einwandfrei. Und ich habe jetzt keinen Balken da, sonst soll ich euch einen Balken zeigen, aber das ist das, was mich an dem Teil einfach fasziniert hat. Wie ich vorher schon erwähnt habe, wir haben da Zapfenverbindungen hergestellt und du kannst halt damit wirklich einwandfrei an so einen Tauchschnitt machen, dir ausschneiden, was du brauchst und klopfst das halt danach mit dem Stemmeisen aus. Also du musst nicht unbedingt komplett durchschneiden, sondern du kannst theoretisch auch so in der Tiefe ungefähr, wie du das brauchst, das Ganze ausschneiden. Es taucht super ins Holz ein. Gut festhalten dabei, weil sonst macht es den da. Da kannst du halt rundum schneiden und dann eben mit dem Stemmeisen rausmachen oder wie ist es halt draus. Für das ist sicherlich nicht gedacht und wird wahrscheinlich auch eher davon abgeraten, aus Sicherheitsgründen, weil das halt natürlich schon der Volllaufer kann. Aber wir haben es, wie gesagt, gemacht und hat wunderbar funktioniert. Von dem her, also das Teil ist sehr, sehr, sehr vielfältig und einfach easy zu bedienen. Von mir eine absolute Kaufempfehlung. Wie gesagt, das Teil, das kostet, ich glaube, so um die 100, 120 Euro normalerweise. Aber jeden Cent wert. Also, es hat mir mittlerweile schon so oft Käufer, wie jetzt zum Beispiel, also heute ist Feiertag bei uns, fliegt heute der Weihnachtsbaum raus. Meine Frau tut ihn gerade abschmücken, danach werde ich ihn zerlegen, sprich die kleineren Äste mache ich natürlich mit der Gartenschere, weil es einfach nicht so viel Dreck macht, aber die größeren, die wo die Gartenschere nicht mehr packt, die werde ich einfach mit dem Teil kurz absägen. Funktioniert voll. Ich muss immer wieder sagen, easy. Und von dem her, es ist einfach ein mega praktisches Ding. So, das war eigentlich jetzt mehr so ein Kurztipp von dem Teil. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da, tat mich freuen. Wie gesagt, wie im letzten Video schon erwähnt, werde ich jetzt künftig wieder mehr Videos von mir geben und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ach ja, und wenn ihr selber schon Erfahrungen mit dem Teil gemacht habt, gut oder schlecht, schreibt es in die Kommentare rein. Würde mich freuen. Servus, bis zum nächsten Mal.